Jo Leute, was geht hier? Ist Basti von Zombies Germany mit einem neuen Tutorial zur Zombies Map Origins. Und zwar diesmal, wie man die Thunder Fist bekommt. Und zwar, das ist so eine Faust, mit der ihr halt bis Runde 19 ungefähr mit einem Hit einen Zombie killt. Also One Hit Knife. Und dafür müsst ihr nur 4 Boxen mit Zombie-Seelen füllen. Und ihr seht schon, die erste hier, die ist vor der Treppe vom Pack-a-Punch in den Fußstapfen. Ihr müsst ihr einfach ein paar Zombies neben killen. Okay, ein paar ist gut. Ich glaube, bei Runde 10 oder so sind schon, wenn alle da sind, eine Runde ist schon nicht wenig. Also schon ein paar Zombies müsst ihr da killen. Da ist die erste Location. Die nächste Location ist hinten bei Juggernaut. Da habe ich jetzt kein Video für. Das nächste, wo ich Video für habe, ist bei Generator 5 hinten. Neben Stamina Up. Da müsst ihr wieder ein paar Zombies killen. Ihr seht aber auch, dann geht so eine Box auf, die leuchtet dann. Und die nächste ist ganz easy, in dem Fußstapfen vor der Kirche, das seht ihr auch sofort. Da müsst ihr halt ein paar Zombies killen, dann geht die Kiste, also wenn der Riese kommt und auf die Kiste tritt, dann geht die wieder zu und ihr müsst neu anfangen. Und das ist halt scheiße, aber wenn ihr dann direkt danach anfangt, schafft ihr es eigentlich immer, dass ihr halt ein paar Zombies killt und dann geht nicht nur die Kiste zu, sondern die geht zu und geht dann unter die Erde und dann ist die Kiste halt nicht mehr da. Daran merkt ihr, dass ihr die eine Kiste fertig habt. Das müsst ihr mit allen 4 Kisten machen. Vorm Pack-a-Punch, hinterm Jugger, bei Generator 5, also bei Stamina Up und vor der Kirche. Das sind alle Spots, wo ihr das machen müsst. Dann geht ihr zur Kiste im Spawn, da wo man diese Challenges an der Wand gesehen hat. Oder zur Kiste bei Generator 5, ganz hinter der Kirche. Und jetzt seht ihr, bin ich kurz down gegangen, glaube ich eben. Und dann geht ihr zur Kiste, haltet X gedrückt. Und dann bekommt ihr, dann ist da so ein weißer leuchtendes Kugelteil, so eine weiße leuchtende Kugel. Und die nehmt ihr einfach auf, dann macht ihr so eine Animation mit den Händen. Und dann habt ihr die Thunder Fist. Und die habt ihr, bis das Spiel zu Ende ist. Und ist richtig geil. Und die braucht ihr auch für die Napalm-Granaten oder diese Airstrike-Granaten. Und die Airstrike-Granaten braucht ihr fürs Easter Egg, deswegen müsst ihr das sozusagen auch machen, wenn ihr das Easter Egg machen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Schritte fürs Easter Egg oder generell Tutorials sehen wollt, abonniert und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!